Applaus, meine Damen und Herren, und damit willkommen zurück zu TV Total. Meine Damen und Herren, und jetzt ist sie hier, live und in Farbe. Ich freue mich auf die großartige Tanni! Was willst du mehr als so einen Applaus, oh, oder? Ihr seid ja verrückt, hör mal. Vielen Ach, Dank. Die sind doch verrückt. Ach, die sind doch verrückt. Die sind doch verrückt. Tanni, ist so lange her, dass wir uns endlich, also ist lange her, dass wir uns gesehen haben und endlich sehen wir uns wieder. Das Wann stimmt. haben wir uns das letzte Mal gesehen? Fernsehpreis? Fernsehpreis. Fernsehpreis, also, ähnlich so immer toll. An Olaf Scholz TikTok-Videos. Ähnlich spannend, oder? Ja, ist auch immer, wie Susanne Daubner sagen würde, cringe. Ja, definitiv. Ja, ja. Und? Man muss dazu sagen, dich mal zu erwischen, ist gar nicht so einfach, denn du machst unwahrscheinlich viel. Das neueste Projekt, was du machst, ist was? Die Quatsch-Comedy-Show läuft auch gleich. Um 8:45 direkt im Anschluss. Doch. Was für ein Zufall. Yes. Etwa hier im Anschluss. Im Anschluss. Es ist Wahnsinn. Genau. Also Quatsch ist back auf ProSieben. Geil. Genau, aber das heißt gleich zum ersten Mal Sendung? Genau. Ich moderiere, aber nicht alleine, mit einem ganz tollen Kollegen, mit Khalid Bonoir. Und wir haben ganz tolle, viele Comedians da. Also, Wer ist gleich da? Wen kann ich Gleich in der ersten Sendung Kristall, Ingmar Stadelmann, Marcel Kösling und Ozan Yaran. Und einer von denen packt auch seine Flöte aus. Warte. Ja. Also, jetzt noch kurz. Ah. Jetzt haben sie schon geklatscht. Ich wollte es noch einmal tun. Ist so. Ja, was wolltest du tun? Ich wollte eigentlich auch einmal, ich wollte nämlich sagen, ich verrate aber noch nicht wer. Hure. Ja. Einer packt seine Flöte aus, finde ich immer einen sehr, sehr schönen Ausdruck. Nee, ist ganz toll. So, jetzt ist natürlich so, das ist sehr viel Stress. Ja. Was machst du, um runterzukommen? Ich weiß es, was Sie wahrscheinlich nicht wussten. Tanni, du bist im Grunde genommen die absolute Trash-Königin, weil du guckst dir alles an, ne? Ich lieb's. Also ich fand's früher ganz, ganz schrecklich, muss ich sagen. Also habe ich auch alle wirklich verurteilt. Habe gesagt, wie kann man das gucken? Das ist ja ekelhaft. Mhm. Ne? Und jetzt hat es mich. Ne? Jetzt hat's. Also es ist richtig krass. Also meine Frau und ich gucken alles. Es ist einfach absolute Sucht. Und da kann man natürlich auch irgendwie fürs Comedy-Fach ganz viel mitnehmen. Eine meiner absoluten Lieblingsfiguren, möchte ich fast sagen, ist Claudia Obert. Die parodiere ich dann auch. Claudia Obert? Ja. Ey, Moment. Also, das kannst du einfach nur sagen. Jetzt wollen wir deine Claudia. Ja. Jetzt, wenn die anderen die Flöte rausholen, musst du die Claudia rausholen. Komm. Ja. Die hole ich auch gleich im Anschluss bei der Quatsch-Comedy-Show raus, auch in Vollmaske. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich lieb's, ganz ehrlich, ich muss sagen, also diese Veranstaltung hier, Sebastian, ist mir ehrlich gesagt noch ein bisschen zu nüchtern, Aber ich find's großartig, einen anständigen Prosecco in den Hals rein, ein bisschen trockenbumsen in Bocholt. Da hast du mich doch schon. Ja, es ist Fabian. Tanni, meine Damen und Herren, oder wie wir sie nennen, Claudia Obert. Ja. Komm, jetzt aber Butter bei die Fische. Du hast dir für uns was angeguckt und was gucken wir uns jetzt an? Kampf der Reality Stars. Geiles Format. Ja, wirklich großartig. Ich habe ein paar Ausschnitte mitgebracht. Also man könnte so viel zeigen, aber wir machen das jetzt im Schnelldurchlauf. Kandidatin Valencia möchte in diesem Format nicht ungeschminkt zu sehen sein. Mhm. Und die hat sich was ganz Kreatives überlegt. Oh. Es ist natürlich auch Zeit für eine neue Perücke. Klar. Die reißt es wieder raus. Was ist mit dir passiert? Scheiße, die Valencia hat diese Maske, das ist so mit dieser Horrorfilme, mit dieser Brille, noch diese runde Brille. Richtig Horrorfilm. Alter! ist ja Chucky, die Mörderpuppe mit Spiral von Saw 12. Ja, Hauptsache, die fängt nicht an zu singen unter der Maske. Das ist alles, was wir nicht wollen. Es könnte Uschi Glas sein, du hast recht. Dein Highlight. Was war dein absolutes Highlight? Absolutes Highlight ist eigentlich, guck mal, du beendest ja jede Sendung einfach so wunderschön, aber auch die Valencia hätte noch quasi eine Idee für ein alternatives Ende für deine Sendung. Valencia, um deinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, erhältst du einen eigenen Werbespot. Kann sie auch brauchen, auf ihrem letzten Platz, unsere große Unbekannte. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich sag ja, der beste Schluss ist immer am besten. Das ist ja wunderschön. Ist das nicht schön?
Der beste Schluss ist immer am besten. Ja, es ist ein Spruch, der, finde ich, noch ein bisschen mehr Raum benötigen würde. Und ich weiß ja, dass du bestimmten Sprüchen gerne ein bisschen mehr Raum gibst. Und dann habe ich mir gedacht, dieser Spruch eignet sich doch hervorragend. Na. Als Schild. Ein Schild, ich kriege ein Schild. Der beste Schluss ist immer am besten. Tanne jetzt in der Quatsch-Comedy-Show. Und wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder hier, 20:15 Uhr bei TV Total. Dranbleiben jetzt.